Und damit willkommen zu einem neuen Star Wars Video der Frage. Heute reden wir über die größte Bedrohung der Galaxis. Imperiale Sturmtruppen, nur sie arbeiten so präzise. Mit diesem Satz wurden sie uns von Obi-Wan in Episode 4 vorgestellt. Laut Palpatine gab es eine Legion der Sturmtruppen, welche die beste war, doch waren sie wirklich so schlecht, wie viele behaupten? Lass uns das Geheimnis lüften. Zunächst fangen wir am Anfang an, nämlich Eine neue Hoffnung, Episode 4, wo wir viele Fakten und eine Erklärung bekommen, warum sie kein einziges Mal getroffen haben. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn eine wahre Legende unter den Sturmtrupplern hat es geschafft, Leia zu betäuben, was ihn zu einem der wenigen macht, die jemals getroffen haben. Glückwunsch! Okay, Spaß beiseite. Zunächst muss gesagt sein, dass die Sturmtruppen auf dem Todesstern gar nicht treffen sollten, weil sie den Befehl hatten, sie lebend davonkommen zu lassen. Somit war es ihnen möglich, durch einen Peilsender am rasenden Falken nach Yavin zu gelangen, auf dem sich die Rebellenbasis befand. Des Weiteren wird uns in Episode 4 gesagt, dass die Helme keine besonders gute Sicht haben, was daran lag, dass sie eher auf Quantität statt Qualität setzten, wie auch Rex in Rebels bereits bemängelte und die Rüstungen im Vergleich zu denen der Klone als Müll bezeichnete, was wohl nicht zu viel gesagt ist. In Episode 4 ist es dann etwas komplizierter, denn im Gegensatz zu der Meinung vieler treffen die Sturmtruppler hier auch nicht wirklich, obwohl sie hier den Befehl dazu hatten. Was Out-of-Universe-Plot-Ammo ist in-Universe folgende Erklärung. Die Ausbildung der Sturmtruppen wurde so kurz wie möglich gehalten, damit sie schnellstmöglich einsatzbereit waren. Jetzt fragen sich viele bestimmt, warum sie keine weiteren Klone ausbildeten, nachdem die Klonkriege vorbei waren. Diese waren schlichtweg zu teuer und durch die fehlende Bedrohung und Übermacht des Imperiums auch unnötig. Darth Vader alleine war bereits stärker als seine gesamte Armee und hatte Dutzende Sternzerstörer im Hintergrund. Der Todesstern war zudem auch kostspielig und eine größere Bedrohung, auch wenn sowohl Todesstern als auch Sturmtruppler wohl eher eine Abstreckung sein sollten und ja, nicht wirklich oft zum Einsatz kamen, da wie gesagt keine großartige Bedrohung vorhanden war, bis auf eben die Rebellion und wenige überlebende Jedi. Das Imperium setzte somit größtenteils auf Quantität statt Qualität, da ihnen die einzelnen Leben unwichtig waren und die Versorgung dieser Armee, wahrscheinlich schon kostspielig genug war. Doch waren sie nicht alle eine Enttäuschung, so gab es spezielle Truppen innerhalb der Armee, welche sie stark abhoben. So gab es beispielsweise Vaders Faust, die Death Trooper, die Purge Trooper, also die Todestruppler und die Säuberungstruppler, zu Deutsch. Vaders Faust waren hierbei sogar Klonveteranen, auf die sich Vader verlassen konnte. Das Scar Squad könnte man sogar ein wenig mit dem Bad Batch vergleichen, da sie aufeinander abgestimmt waren und sehr effizient arbeiten konnten, so wird es zumindest gesagt. Natürlich waren sie auch in Episode 6 kein Musterbeispiel von fähigen Soldaten und wurden von Teddybären vermöbelt und verloren Kampfläufer und Speeder an ein Volk, was mit Stöcken kämpft. Die Sturmtruppler der Ersten Ordnung waren trotz vieler Kontroverse in Verbindung mit den Sequels tatsächlich ja weitaus fähiger und besser als die Mi-Master von Stormtrooper der OT. Auch deren TIE Fighter waren besser und die Armee für sich genommen war qualitativ hochwertiger. Der Grund, warum es keine Droidenarmee gab, war hierbei ebenso halt die damit verbundene Präsenz und natürlich auch die Verbindung zu den Separatisten, denn die Republik hat ja am Ende gewonnen und wurde zum galaktischen Imperium und eben nicht die Konföderation unabhängiger Systeme, weshalb es ein wenig merkwürdig wäre, wenn sie sich auf einmal die gesamte Armee der Droiden zu eigen machen würden. Natürlich war es eine Schreckensherrschaft und an sich kann das Palpatine also ziemlich egal sein, aber dennoch waren hier die Sturmtruppler besser und zudem wurde ja die Republik, wie auch Palpatine bereits gesagt hat, umgestaltet und sollte wie gesagt eine völlig neue Struktur haben und die Sturmtruppler waren natürlich vonnöten, da man eine Armee braucht, aber es gab keine Gegner und vor allem keine großartige Armee wie früher halt mit den Separatisten, wobei natürlich auch Sidious derjenige war, der beide Seiten kontrollierte.
weshalb das, wie gesagt, hierbei auch ziemlich obsolet war. Dennoch muss man sagen, dass das Meme der Sturmtruppen teils auch unberechtigt ist, denn wir haben es natürlich auch mit fähigen Gegnern zu tun, denn ihre Gegner sind hierbei Charakter wie Luke Skywalker, Leia, Han Solo oder auch beispielsweise Obi-Wan in der Kenobi-Serie. Wobei ich sagen muss, in der Kenobi-Serie waren tatsächlich Sturmtruppler gefühlt gruseliger und irgendwie auch angsteinflößender, verhältnismäßig für einen Sturmtruppler, als jemals zuvor. Denn beispielsweise hatten wir hier bei Obi-Wan, der sich kurz versprochen hat und der auch kurz in die Bredouille kam, was Leia wirklich in Gefahr gebracht hat und was uns in dem Moment auch ja so rübergebracht wurde. Natürlich wurden später Stormtrooper abgeknallt, zersägt, halbiert und weggehauen. Aber wie gesagt, sie waren hierbei tatsächlich relativ bedrohlich. Natürlich haben wir auch ehemalige Stormtrooper wie eben auch Finn und Captain Phasma war auch relativ fähig. Natürlich war sie jetzt keine Brienne von Tarth in Star Wars, wie man sie es vielleicht gewünscht hätte. Aber dennoch war sie doch durchaus fähig. Die Klonveteranen waren dies ebenso. Und darüber hinaus gab es auch viele fähige Leute in der Akademie. Nur waren die meisten von ihnen, wie gesagt, nicht besonders gut ausgebildet. Und ja, deshalb entstand auch dieses Meme. Zudem hat hier Obi-Wan gesagt, dass sie präzise seien. Und Episode 4 hat somit mal wieder einen der legendären Memes hervorgebracht. Es heißt zwar immer, dass die Prequels die ganzen Memes auf die Welt bringen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das sind doch die OT genauso. Denn die Sturmtruppen sind hierbei ein gutes Beispiel. Und von dem legendären Kampf Obi-Wan gegen Vader auf dem Todesstern muss ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Aber jetzt könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was ist eure Lieblingsszene mit den Stormtroopern? Mögt ihr die Stormtrooper? Und würdet ihr euch wünschen, dass sie etwas gefährlicher wären? Ich meine, es gibt natürlich auch Stormtrooper, die gefährlich waren. Einer von ihnen hatte sogar ein Lichtschwert. Aber ja, insgesamt sind die meisten von ihnen schon eine Enttäuschung und halt eben wortwörtlich Kanonenfutter. Aber gut, damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn ein Stormtrooper trifft. Wobei, das wird ja niemals heißen. Naja, was soll's. Oh, that's hot.